Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sam & Max Episode 3 The Night of the Living Dead. Ich bin's wieder, euer Theon. Was für ein Satz. Am letzten Part sind wir hier stehen geblieben. Wir haben uns mit dem schwulen Emo-Vampir ein bisschen unterhalten, der diese Zombie-Disco da leitet. Und haben rausgekriegt, dass er seine Quelle der Macht, in Anführungszeichen, durch seinen Stil, halt so Beliebtheit bei Zombies und seine Haare und so weiter und so fort, weil er immer top aktuell sein will. Also für mich war das überhaupt nichts. Viel zu viel Quälerei und viel zu schnelle Veränderung. Ja, und jetzt sind wir hier, nachdem wir gehört haben, dass Großstadt-Cowboys wieder gesendet werden soll, sind wir hierher gefahren und wollen jetzt mal mit dem Flügelich hier ein bisschen ein Palaver abhalten. Schau mal, Max, unser alter Kollege Phil Flatterman. Flügelich. Ich heiße Flügelich. Aha. Ich dachte, du magst es nicht, wenn wir dich mit dem Namen deiner Figur anreden. Fick dich. Ist das Method Acting oder sowas? Falsch gedacht. Ich heiße jetzt rechtsgültig Flügelich. Phil Flügelich? Nein, Herr Flügelich. Das erleichtert die Lizenzverträge erheblich. Der sieht nicht aus wie ein Gockel, sondern wie ein Hühnchen. Was ist mit deiner Liebe zum Theater? Lass mich nachdenken. Ich könnte ein Jahr lang den Torwald in Nora spielen. 2 Vorstellungen pro Abend. Und würde nicht annähernd so viel verdienen, wie durch die Lizenz eines einzigen Posters, auf dem meine Hakennase zu sehen ist. Nicht das Gesicht, nur die Nase. Okay, was hat denn der geraucht? Wusstest du, dass du in Deutschland richtig berühmt bist? Ob ich das wusste? Das hat mein Leben verändert. Diese schlecht durchdachte Spielerei mit der Prismatologie hat mich bankrott gemacht. Du hast dir wohl ein Einsnest gelegt. Als ich arm war, hätte ich das als Beleidigung verstanden. Jetzt sage ich dazu nur... Ha! 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 Okay... Hast du irgendwelche Verrückte als Fans? Eine gewisse Greta Grunwald aus Köln. Sie schickt mir ständig anzügliche Fotos von sich und schreibt mir, wie sehr sie dunkles Fleisch mag. Oh, Greta. Sie schickt mir immer kleine Billets mit Hasenpfeffer. Aha, Greta, jetzt wissen wir's. Wenn du hier zuschaust, jetzt bist du fällig. Schäm dich. Wo du jetzt so berühmt bist, brauchst du vielleicht ein paar Leibwächter. Nein, wenn Frau Pandemik mich als Verehrer ablehnt, wende ich mich vielleicht an Frau Grunwald. Der weise Schauspieler passt sich immer der Situation an. Die Menschen da drin in der Welt sind auch ein bisschen total beschugge. Wie kann man aus einem Hühnchen einen Star machen? Bereit für eine weitere Folge von Großstadt-Cowboys? Schon seit Monaten. Aber die Regisseurin hat aus irgendeinem unerklärlichen Grund darauf bestanden, dass ihr beiden dabei seid. Habt ihr ihre Anrufe nicht gehört? Wir waren ziemlich beschäftigt. Mit Präsidenten werden, Welt retten und dem wahllosen Löschen von Nachrichten auf dem AB. Ah, das erklärt einiges. Was ist das Geheimnis einer guten Vorstellung? Die wahre Kunst des Theaters liegt in der Improvisation. Ein Kieferchirurg aus Houston, bei der Französischen Revolution. Na na, meine liebe gute Dame. Wie ich sehe, haben Sie nur einen verlagerten Zahn. Nicht weiter. Verdammter Robespierre. Und Vorhang. Kapiert? Ein guter Schauspieler ist auf jede Situation vorbereitet. Was war denn das jetzt? Hast du noch andere Schauspieltipps für uns auf Lager? Alles halb so schwer. Macht einfach, was ich sage und fasst nichts an. Klingt wie Sams Abschlussball. Hals- und Beinbruch. Oder Schlimmeres. Okay, jetzt quatschen wir mal hier mit der Regisseurin. Ja, Regisseurin. Was geht hier eigentlich ab? Och, nichts Besonderes. Nur die allergrößte aller Folgen der erfolgreichsten Fernsehshow Deutschlands, mehr nicht. Schnitzelzeit mit Ronald und Katharina Lee? Nicht mehr. Habt ihr meine Nachricht auf dem AB nicht gehört? Großstadt Cowboys ist ein Überraschungshit in Deutschland. Okay. Worum geht's?
um den absoluten Höhepunkt. Herr Flügelich greift ein. Klingt lustig. Das ist nicht zum Lachen. Es handelt sich um die wahrscheinlich wichtigste Fernsehsendung aller Zeiten. Eine gute Sache, dass die Fernsehindustrie sich um so wichtige gesellschaftliche Themen kümmert wie Drogenabhängigkeit. Ja, gesellschaftliche Themen von mir aus. Mir geht's um Produktwerbung. Das ist eine Goldgrube. Ja, wieder so ein geldgeiler Produzent, ne? Aus welchem Grund machen wir das? Der Grund ist, dass ihr nicht gefeuert werden wollt. Ihr lest einfach ab, was auf euren Kärtchen steht, haltet euch von den Requisiten fern und macht, was Flügelich euch sagt. Er da verkauft die T-Shirts und die CD mit dem Soundtrack. Was ist unser Anteil an den Lizenzen? Gar keiner. Ihr habt alle Rechte an euren Aufnahmen abgegeben, als ihr die Folge Chef Bessie gedreht habt. Ich habe überhaupt nichts unterschrieben. Ach so, das stand also im Kleingedruckten. Außerdem seht ihr nicht gerade wie Fernsehstars aus. Fangt mal lieber klein an, mit Comics oder Videospielen. Was ist aus den ganzen anderen Shows hier geworden? Ich will wieder zu Gerichte ohne Gesicht. Sind alle abgesagt. Das Studio widmet sich jetzt ausschließlich den Großstadt-Cowboys und ihren Nachfolgern. Okay. Was für Nachfolger? Na, Großstadt-Cowgirls, Oh Bessie, Großstadt-Cowboys, die Fersenfassung und natürlich das herzerweichende Großstadt-Schafhirten. Ich wünschte, ich könnte aufhören, das anzuschauen. Okay, wir können filmen. Los geht's. Alle auf ihre Plätze. Jetzt wird Kohle gemacht. Kunst. Wir machen Kunst. Heute Abend zeigen wir Ihnen eine ganz besondere Ausgabe der Großstadt-Cowboys. Können wir das Problem nicht einfach ignorieren und hoffen, dass es von alleine verschwindet? Herr Flügelich braucht unsere Hilfe, mein Freund. Oh, da ist er. Ich habe anscheinend meine Tasche hier drin vergessen. Ich wusste es. Ich wusste es. Ihr habt die Kuh versteckt. Das stimmt, Herr Flügelich. Wir haben die Kuh versteckt. Aber du verbirgst etwas noch viel Schlimmeres. Was? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Um Gottes Willen, Herr Flügelich. Genug der Lügen. Sieh nur, was du Bessie angetan hast. Wir haben gesehen, was in deiner Tasche ist. Wie willst du uns das erklären? Mein gutes, altes Markenstarkbier mit Doppelschlag? Du trinkst es die ganze Zeit. Na gut, ich geb's zu. Ich bin abhängig. Oh, wie könnte es anders sein? Dieser weiche Nussbaumgeschmack macht einfach jeden Abend zu etwas Besonderem. Klingt köstlich. Komm, wir kaufen uns ein paar Flaschen. Hey Jungs, habt ihr nicht was vergessen? Oh, ja, stimmt. Ihr müsst 3 Flaschen von meinem guten alten Markenstarkbier mit Doppelschlag kaufen. Kühe lieben es auch. Und Schnitt. Wie der große Lee Strasberg einst sagte, Katsching. Oh Mann. Das ist die Tasche von Herrn Flügelich da in der Szene. Da ist eine Flasche Markenstarkbier drin. Mhm. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Küchentür, Vordertür. Ich glaube, ich bin auch nicht bereit für meine Großaufnahme. Ja, uns fehlt auch noch ein bisschen was. Gehen wir etwa schon? Ja. Lass uns nach Stuttgart fahren. So. Zombies versuchen ja immer noch, das Hirn von da unten runter zu kratzen. Super Idee. Hat sich da drin jetzt irgendwas
getan oder so? Ja, das stimmt. Alle Zombies lieben den Vampir, der markenstark Bier mit Doppelschlag trinkt. Ja. So viel zum Thema ohne Altersbeschränkung. Ich glaube, davon haben wir uns schon vor einiger Zeit verabschiedet, Max. Ich gebe ein Kaltgetränk aus für die Untoten, die heute nicht bei uns sein können. Ja. Okay, also darauf hat er jetzt wirklich reagiert. Was mich gerade darauf bringt, wir können. Auf dem Sarg steht ein Gedicht. Wie poetisch. Meine dunkle Herrin sehnt sich nach dem Tod. Nach Rückkehr in das samtene Grab. Sie strebt einzig nach dem Kuss der Leere. Sonst wird sie antworten auf meine Briefe. Das ist poetisch? Ich habe nur gesagt, dass es poetisch ist, nicht, dass es gut ist. Ich wette, hier gibt's jede Menge modrige Geheimgänge, die komisch zu öffnen sind. Aber natürlich! Da steht ein Gedicht auf dem Bücherregal. Und? Was steht da? Ich kann's nicht lesen, die Schrift ist total ausgebleicht. Das reimt sich ja nicht mal. Lol. Da steht ein Gedicht auf dem... Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das nochmal gemacht, wie ich das letzte Mal nochmal gemacht habe. Ich glaube, das musste ich mit dem DJ machen. Hier ist ein Päckchen Knoblauchzigaretten. Ja, ich muss sowieso nochmal kräftig nachdenken, weil... Wie gesagt, das ist schon eine ganze Ecke her. Wir gehen doch noch nicht, oder? Als ich das mal gespielt habe. Komm, wir fahren zu Warp TV. Oh Mann! Kräftig nachdenken. Mein letzter Speicherstand hier war noch von 2010, also. Da ist eine ganze Ecke Zeit dazwischen vergangen. So, nochmal. Wir wollen noch eine Folge drehen. Klar, warum nicht? Wir könnten es als alternative Fassung verkaufen. Das wird ganz groß. Okay, los geht's, Leute! Um Gottes Willen, Herr Flügelich! Genug der Lügen! Sieh nur, was du Bessie angetan hast. Wir haben gesehen, was in deiner Tasche ist. Wie willst du uns das erklären? Die Royals Knoblauchzigaretten? Gib zu, dass du ein Problem hast. Na gut, ich geb's zu. Ich bin abhängig. Aber zeig mir einen, der einem Lungenzug dieser herrlich knorfigen Zigarette widerstehen könnte. Sie schmeckt gut, sie tut gut. Welch herzgescheite Rauchwahl. Und Mann, sieht echt cool damit aus. Komm, wir holen uns welche. Ich glaube, Bessie will ihre eigene Packung von Gil Royals Knoblauchzigaretten. Das wäre im Kasten. Habt ihr das gesehen, Jungs? Das ist Schauspielerei. Okay. Warum auch immer nicht? Die Figuren, die wir spielen, sind erfolgreiche Heupferde. Aber in Wirklichkeit sind wir erfolgreiche Neupferde. Ah. Kaktus. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da ist auch nichts. Hey, hier wird nicht rumgelatscht. Nehmt die Szene auf oder haut ab. Okay. Mano. Gehen wir etwa schon? Ja. Lass uns nach Stuttgart fahren. Ja, meine Zombies. Ich bin vom Rauchen einfach runter. Cool.
Das ist jetzt weniger cool, was, Meister Jürgen? Ist aber nur ein kleiner Rückschlag. Meine Zombies wissen immer noch, wer der Meister des Stils ist. Habe ich recht? Ja. Wie sich das angehört hat. Okay. Wie ging der Text hier nochmal? Eine dunkle Herrin sehnt sich nach dem Tod, nach Rückkehr in das samtene Grab. Sie strebt einzig nach dem Kuss der Leere, sonst wird sie antworten auf meine Briefe. Okay, und ich weiß noch, da war was mit dem DJ. Bereit, ein paar fette Beats abzulassen? Nein, alles klar. Ich war schon, bevor wir aufgebrochen sind. Okay, ich probiere die Knöpfe erstmal aus. Eltern. Briefe. Pure Energie. Rasiermesser. Blut. Schmerz. Leid. Tod. Elend. Grab. Leere. Unter Null. Verlangen. Succubus. Abgrund. Blut, Rasiermesser, pure Energie, Brief, Eltern, Schmerz, Leid, Tod. Klingt voll nach Emo-Disco, wirklich. Voll der Blödsinn. Jetzt habe ich total Dings. Eine dunkle Herrin sehnt sich nach dem Tod, nach Rückkehr in das samtene Grab. Sie strebt einzig nach dem Kuss der Leere, sonst wird sie antworten auf meine Briefe. Tod. Grab. Leere. Briefe. Oh, hat tatsächlich was gebracht. Schau mal, Max! Meine Güte, Sam, ich hab gesehen, wie es sich geöffnet hat. Ich bin doch kein Idiot. Na, bei dir weiß man ja nie, ne? So. Ernsthaft, ich kann nicht sehen. Ist das deine Hand? Ups, entschuldige, Kumpel. So, und hier haben wir einen Scheinwerfer. Und wir haben hier die Solarglühbirne von Stinky. Ja, daraus machen wir uns jetzt einen kleinen Spaß. Heiß, 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 heiß! Irgendwas müssen wir hier noch machen. Vorsicht, das schwingende rasiermesserscharfe Pendel! Was für ein rasiermesserscharfes... Au! Das war hier vorher aber nicht. Oh, Jürgen ist also der Einzige, der umdekorieren darf? Ja, schon. Hui! Ah, ich glaube, ich weiß, wie wir das jetzt nochmal hinkriegen. Hey, Jürgen! Ja... Du tanzt wie eine Flunder, die gerade an Deck gezogen worden ist. Flundern sind aber nicht so krankhaft bleich wie der Typ hier. Ja, ja, labert nur. Meine Leute wissen, wer die Moves hat. Jürgen! Wir machen dich alle, Jürgen. Ach, und was war nochmal deine Energiequelle? Es ist mein Stil. Die Zombies lieben mich wegen meiner Reime, wegen meiner Moves und weil ich immer top aktuell und trendy bin. Okay. Geht klar, Alter. Wir kommen später wieder, um dich zu töten. Ich weiß, was ich zu tun habe. Einen Augenblick. Nee, das ging... Ich will das nicht kaputt machen. Die Blinklichter könnten bei Max einen Anfall auslösen. Hm.
Eine Spuk-Disco-Kugel. Disco lebt! Oh Gott. Schau mal, sie tanzen ja auch. Ne. Wirst du ja voll hypnotisiert von dem Mist. Was war denn hier nochmal? Da steht ein Gedicht auf dem Bücherregal, aber die Schrift ist ausgebleicht. Ihr seid natürlich doof. Ich bin jetzt selber noch am Überlegen, wo ich jetzt nochmal was herbekomme, ne? Das ist keine medizinisch geprüfte Verwendung von Brustwarzenringen, Kinder. Nein, normalerweise nicht, ne? Warum gibt es auf Raves immer Wasserflaschen? Wegen der ganzen Drogen, Sam. Dann sollten wir uns auch eine nehmen. Ja, jetzt haben wir Wasser. Jetzt bin ich nur am Überlegen, was wir damit anstellen könnten. Ist ja jetzt nicht gerade besonders. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es auch klappt. Danke! Nee, das war's nicht. Okay, liebe Leute, ich bin jetzt noch mal ein bisschen am Überlegen. Ich fahre jetzt noch mal schnell zurück in unsere alte Straße. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Wir gehen doch noch nicht, oder? Oh, doch. Ja, lass uns heimgehen. Naja, wir werden morgen wieder weitermachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Wenn nein, schreibt mir was Nettes in die Kommentare, abonniert mich, empfehlt mich euren Freunden oder Leuten, die ihr nicht leiden könnt, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja. Ich bin euer Theon und wir sehen uns dann im nächsten Part und ich habe jetzt schon wieder Schluck auf, das gibt's gar nicht. Bis dahin, ciao!